Guten Morgen. Ich glaube, wir haben verpennt. 6.45 Uhr. Guten Morgen, Schatz. Wir müssen gehen. Steh doch mal auf jetzt. Ich bin auf deine Mithilfe angewiesen. Hallo. Aufstehen. Ich habe nur eine Stunde geschlafen. Okay, das ist also meine Skincare hier. Damit fange ich an. Ist das in der Reihenfolge? Es ist jetzt kurz vor 7. Wir wollten eigentlich schon längst losfahren. Laura, fahren wir. Ja, das Auto ein. Zum Glück sind schon alle Sachen im Auto. Also, Ski, kein Snowboard. Skistiefel? Das ist eine gute Frage. Wir hätten die auch noch in deine Skitasche. Also, wer packt denn so? Das ist doch super. Das? Oh, ich weiß, was ich bei meiner Mom vergessen habe. Oh. Meine Jacke, die schwarze. Das ist ein Scherz. Ja, aber die brauche ich ja sowieso nicht, oder? Wenn du sie nicht zum Skifahren anziehen willst. Let's go! Oh, ich habe Unterleibsschmerzen. Okay. Weißt du, was ich eingepackt habe? Nein. Eiskratzer. Worauf freuen wir uns am meisten später? Na, Aperol. Justus. Ich freue mich auf ein Aperoli. Auf hoffentlich heute Sonnenschein. Und auf den dicken Kaiserschmarrn. Das ist ein entspanntes Leben. Ich muss gerade fahren. Kurze Pause, Vignette kaufen. Ich bin so müde heute. Ich bin so kaputt. Und wie geht's dir bisher? Ich bin so müde. Nicht. Sag dir ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, dass wir die Vignette brauchen. Ja, sag ich dir jedes Mal aufs Neue. Ich muss das dringend aufschreiben. Was kostet sowas? 10 Euro. 11,40 Euro. Was haben wir vergessen? Vignette. Gerade noch drüber gesprochen. Also so an manchen Tagen hat keiner von uns sein Gehirn dabei. Wir haben gerade die Vignette vergessen. Tada! Wir müssen noch mal rein. Here it is! Ich muss jetzt fahren. Ich möchte nicht fahren. Ich musste gestern Abend nach Hause fahren. Das war wirklich schrecklich, Leute. Und ich werde die ganze Zeit ausgelacht, so wie ich fahre, weil ich halt so selten Auto fahre. Was machst du da? Ich suche einen Riegel. Das ist mein Geschenk von dir und du willst dein eigenes Geschenk jetzt von mir essen. Guck mal, ich habe dir sogar Reese's geholt. Ja, das ja, willst du jetzt essen. Ja, ich habe Hunger. Kleiner Snack. Mmh, deine Riegel sind so lecker. Mmh. Darf ich mal abbeißen? Du isst schon meinen Riegel. Ich Das ist schon viel besser als gestern. Ja, weil ich jetzt gestern was sehe, ich bin nachtblind. Wie oft soll ich das noch sagen? Laura ist nachtblind. Ich mache mir Sorgen. Solltest du auch, wenn du mich abends fahren lässt. Tagsüber ist es nicht so schlimm. Trotzdem finde ich mich noch nicht so sicher. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Schaut euch den Schnee an. What? What the f***? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel besser als gestern bin ich gefahren? Auf einer Skala von 1 bis 10? Naja, okay. Wie viel besser bin ich gefahren als gestern Abend? Schon ein bisschen, aber du stellst mir so komische Fragen. Warum kommt dir jetzt ein 80er-Schild? Weiß ich nicht. Na, okay, das habe ich nicht gesagt. Kann ich nicht beantworten. Komm, wir fahren den Ski. Ja. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, was du hier machst. Du, der läuft jetzt da hinten rum. Das machst du jetzt den Kohl auf nicht fett. Ja, im Notfall gehen wir halt wandern oder Fahrrad. Ich glaube auch. Naja, wenigstens eine ist komplett prepared und hat ihre Skiunterwäsche. Scheiße, ich hänge an meinem Ohrring. Einfach schon angezogen und ich habe auch eine extra Tasche gepackt, damit ich alles griffbereit habe und Tims Sachen sind wieder überall verstreut. Ich nehme alles zurück, ich muss den Koffer doch nochmal aufmachen. Das Skifahrabenteuer kann losgehen, es fühlt sich komplett falsch an, hier zu stehen. Kein Mensch ist hier. Niemand. Let's go. Ey, du nimmst eine Sonnenbrille mit und dann willst du, dass ich die in meine Tasche mache. Ich habe keinen Platz, ich habe keine Jacke an und schau dir das an. Wo denn los? Das Kabel hier ist in meiner Hose reingestopft. Warum nimmst du denn ein Kabel mit? Na ja, du bist so lost, du bist so crazy. Wir sitzen im Lift. Jedes Mal, wenn ich Skifahre, fühle ich mich über das erste Mal Skifahren. Okay. Ich brauche jetzt so 2 Tage, um mich anzugewöhnen. Guck mal, Babe, die bin ich runtergefahren. Das ist eine der steilsten Pisten der Welt. Nichts für mich. Also Schnee ist ein bisschen matschig heute. Mm. Ich komme nicht so richtig rein bisher. Ja, es ist. Der Experte sagt auch, Schneebedingungen sind heute eher schlecht. Es ist sehr sulzig, es macht nicht so Spaß, man kann nicht so gut auf den Kanten fahren. Sulzig, habe ich gelernt, heißt das. Also es ist die steilste Piste im ganzen Zillertal. So, mit 78% Gefälle. Das sehen Sie, kann man das erkennen? Nee, nicht so. Aber sieht man das nicht, wie die Berge so und die Piste so ist? Ja, jetzt sieht man es ja, ein bisschen. Ist auf jeden Fall schon sehr eisig, also da würde ich euch nicht empfehlen, nach 12 Uhr runterzufahren. Okay, jetzt haben wir richtig nice Schnee. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die ich immer falsch gemacht habe. Ich habe immer so meinen Körper zur Piste gelehnt. Ja, ich habe das auf jeden Fall immer falsch gemacht, mich da so reinzulehnen zum Hang. Ich habe halt das immer wie beim Motorradfahren gemacht. Früher bin ich so rennenmäßig gefahren und dann hängt so der Ellenbogen auf der Straße. Wir machen gleich mal einen Skikurs einfach nochmal. Bisher muss ich sagen, es macht echt Spaß. Das freut mich sehr. Ein tolles Geburtstagsgeschenk, oder? Bis auf das Tim vorhin die das Ticket erstmal bezahlt. Ach so, stimmt mal. Moment mal. Meine Beine brennen so. Ich kann das alles nicht mehr. Freunde, schaut doch mal bitte diese Aussicht hinter mir an.
absoluter Traum. Das Wetter ist so, so nice einfach. Auch wenn der Schnee nicht zu 100% supi ist. Hier oben gibt es zwei Pisten, die lassen sich echt richtig, richtig gut fahren. Sieht man jetzt mehr von der Aussicht? Wir sind da noch nicht so geübt drin. Jetzt versetzt du sie. Hörst du das? Parole. Das war, als hätten wir es reinstudiert. Ab geht's die matschige Piste runter. Wo bist du? Komm schnell. Love it. Ich wünschte, das könnte ich auch. Was passiert hier? Ich kann nicht mehr. Ich war energiesparend. Das bedeutet nicht mehr auf Kraft. Es ist so anstrengend hier. Ja, du musst einfach so energiesparend fahren. Hey, nicht. Leute, wirklich, wenn ihr sehen könntet, wie viele Hügel hier sind. Das ist so bodenlos. Ja, man steckt so ein bisschen fest. Es klebt. Seht ihr die Hügel? Ich glaube, das kommt gar nicht so rüber, wie hügelig das ist. Der Rennfahrer kommt angeschlichen und erfährt. Yay! Kaiserschmarrn! Und das andere Titel von den Original-Pekarakel-Medaillen, die hat mich im Gasenname. Ach toll, da ist hier schon unser Spind. Traumhaft. Machst du das beruflich? Für dich Sachen erledigen, ja. Was denkst du, sollte ich mir neue Ski kaufen hier? Vielleicht sind die jetzt hier günstiger, weil die Saison ist bald zu Ende. Antizyklisch kaufen. Merkt euch das. Was habe ich immer gesagt, wie das heißt? Negativ kaufen. Skifahren Tag 2. Yay. 140 Euro am Tag für 2 Skipässe sind schon bodenlos. Für 2 halbtage Skipässe. Wie findest du deine neuen Skischuhe eigentlich? Richtig gut tatsächlich. Ich hatte ja jedes Mal, wenn ich welche ausgeliehen habe, hatte ich übelst den Schmerz. Aber die sind schon echt gut. Wir sind oben angekommen. Boah, es ist schon mal mehr Schnee als Regen, würde ich behaupten. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt auch nichts. Schaut euch das an. Man sieht einfach nichts. So kann ich nicht fahren. Das ist viel zu gefährlich. Da sehe ich ja keine Hügel, ich sehe ja keinen Schneehaufen, ich sehe gar nichts. Ja, wir müssen halt jetzt irgendwie hier runter. Let's try. Wir fahren einfach langsam. Oh mein Gott, es ist so fucking kalt. Du bist verrückt, dass du hier so runterfährst. Ein Aperol gibt's noch nicht. Wieso nicht? Wir haben uns sowas von Aperol verdient. Wer ist mit so einem Kakao mit Schuss? Was? Ein Kakao mit Schuss, danach fährt sich's besser, habe ich gehört. Ich habe das Gefühl, am Ende des Trips haben wir so 10-mal Anstoß mit Aperol. Ja, ich glaube auch. Die Leute denken, wir haben einen Lachlachzaun auch irgendwo. Ich trinke Aperol, Laura lädt Storys hoch. Ja, die Arbeit schläft nie, Freunde. Kaiserschmarrn und Käsespätzle. Nom nom nom. Wir machen jetzt erstmal Kostprobe hier. Von 1 bis 10 bei 3. 1, 2, 3, 6,5. Es kommt der ultimative Geschmackstest der Kaiserschmarrn. 1, 2, 3, 7 von 10. Hier fehlt jetzt ein bisschen der Bums. Leute, das ist so maximal unangenehm zu filmen, weil ich schwöre, der ganze Tisch neben uns geiert uns einfach nur an. Die ganze Zeit. Das wäre echt Justin Bieber. Vielleicht sehen die das mal. Ja, es ist unangenehm. Warum starren Leute? Liebe Grüße. Hier werden sexy Fotos bearbeitet. Was nehmen wir dafür? Prequel? Ja, immer. Prequel. Für alles. Okay, für alles Prequel. Das ist wohl der Influencer-Geheimtipp Number One. Ich habe so Angst vor denen. Ich kenne es nicht so gut. Angst vor dem Stepliftfahren? Ja, vor allem, wenn Stein wird, hebe ich immer fast ab. Ich hasse Stepliftfahren. Das ist wirklich der größte Scheiß. Babe, du längst, du darfst keine Pizza machen. Deine Ski müssen dran bleiben. Das ist keine Pizza. Schaut euch diese Aussicht hier hinter uns an. Das ist jetzt echt gut. Tag 2 ist vorbei. Was sagen wir? Naja, was gönnen wir uns jetzt? Aperol. Schon wieder? Wir sind jetzt wieder unten im Tal, wie ihr sehen könnt. Weit und breit kein Schnee. Und so trägt man übrigens seine Ski richtig. Habe ich erst lernen müssen. Mach mal, wie du die Stöcke immer getragen hast. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Ab in den Hexenkessel. Hast du Bock? Das sind sexy Hexen. Freunde, heute ist Skifahrtag Nummer 3. Und wir fahren heute hoch auf den Gletscher. Da ist nämlich kälter. Das heißt, der Schnee ist besser und viel Sonne. Mhm. Es sind fast keine Wolken am Himmel. Das ist total toll, Leute. Und der Gletscher ist halt nochmal gefühlt 1000 Meter weiter oben. Ich sehe irgendwie gerade aus wie ein anderer Mensch, findest du auch? Aber irgendwie sweet. Da oben fahren wir nachher. Nein, das ist eine Lüge. Okay, dann fahren wir nicht da. Wir fahren da hinten. Tim hat absolut keinen Orientierungssinn. Du sollst dein Gesicht mit Sonnencreme eincremen, sonst bist du irgendwann schrumpelig. Ich sehe nicht, wo ich hintropfe. Okay, was ist das jetzt? Sonnencreme. Und ich habe den Labello wiedergefunden, den ich dir geschenkt habe. Als Mann ist es einfach viel einfacher. Du musst nichts machen, du schmierst dir nur Sonnencreme ins Gesicht. Wir fragen immer, wie ich meinen Eyeliner mache. Malst die Kanten an, damit die Augen nicht so rund aussehen, oder? Ja, weil ich habe runde Augen. Wenn ich aufstehe, dann lass du mich immer aus, wenn ich ungeschminkt bin, weil ich so runde Augen habe. So, und jetzt muss man hier außen auch einen Strich machen, aber da verkacke ich wirklich jedes Mal. Deswegen, das kann man eigentlich niemandem zumuten. Guckt euch diesen Unterschied an. Oh Mann, Baby, jetzt war sie irgendwann fertig. Das sind die Cat Eyes. Mann, warum wird das nix? Sieht schon sehr professionell aus. Sieht so scheiße aus. Das Oberteil ist echt ziemlich nice, will ich auch haben. Steht der Après-Ski drauf. Ja, ganz wichtig, Freunde, macht eure Skiunterwäsche hoch, sodass die dann nicht in den Skischuh drückt. Das heißt, ihr zieht die hoch und zieht die Socken dann so drüber. Dann hält das und ihr habt am Ende keine
Krugstellen auf dem Skischuh. Machst du das überhaupt selbst so? Nee. Wir sind jetzt unterwegs zum Gletscher. Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Weißt du, was richtig nice ist an Österreich? Ja. Die Straßen. Es macht so Spaß, hier Auto zu fahren. Ich präsentiere Tims absolute Traumstrecke zum Fahren. Ja, klasse. Sportlich. Schaut euch das Wetter an. Also falls ihr mal hier in Tux seid, hinter Tux geht, rodeln an der Höllensteinhütte. Dass ich noch weiß, wie das heißt schon wieder auch, ne? Woher? Weiß ich nicht. So heißt das auf jeden Fall. Und dann trinkt man da oben was und dann rodelt man runter. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen. Jetzt schon? Ja, von gestern vom Pool. Weil ich ja da die ganze Prosecco-Flasche vernichtet habe. Ich musste heute erstmal einen Liter Wasser trinken. Deswegen bist du aufgestanden und hast so viel Wasser getrunken. Erste Piste, Laura so. Klatsch. Gefällt dir gar nicht. Es ist wirklich so beschissen, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin richtig sauer gerade. Ich habe wirklich so einen Anfänger, es macht keinen Spaß. Sag euch ehrlich, Laura ist richtig abgefuckt. Achtung. Die macht schon schlapp. Normalerweise dachte ich bin immer der Amateur und ich muss immer aufhören. Ich bin auch eigentlich Profi, aber heute nicht. Aber irgendwie... Die neuen Skier sind scheiße. Laura hat gestern einfach Beine trainiert. Ich schwöre sie, ich spüre meinen Oberschenkel. Ich kann keine Kurven machen, weil es so weh. Ich will nach Hause, ich will ein Aperol. Jetzt haben wir uns mal wieder selbst übertroffen. Das war hart, das da drin zu ergattern, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so viel los. Das hast du toll gemacht. Dankeschön. Ich hab so lange unser Thumbnail versucht zu immer. Sehr schön. Coole Schuhe, Mann. Kann man so Blickfutz haben? Ich schwimme darin. Willst du das ein Fazit machen? Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie bin ich nicht so begeistert von den Skien. Nee, es hat keinen Spaß gemacht. Der Ski hat einfach morgen dann wieder mit deinen eigenen. Die haben bestimmt die Kanten auch nicht gemacht. Und die Ski waren schuld. Ich war gerade bei der Massage und ich habe das Gefühl, ich brauche noch eine von der Massage. Macht das Sinn? Der hat mir die Hose viel zu weit runtergezogen. Mir auch. Ich dachte schon, ich bin irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte kurz, aber es ist ja beruhigend, dass es bei dir auch so war. Ich bin aufgestanden. Mir ist so schwarz vor Augen geworden direkt. Ich habe einen neuen Trick für dich, falls du mich das nächste Mal massierst. Du musst meinen Arm so auf den Rücken machen. Hat er dann bei dir auch so reingedrückt? Ja, wir haben was Neues gelernt. Das ist super. Willst du uns jetzt exposen oder was? Nee, ich doch nicht. Also es ist so bodenlos, dass man es wirklich eigentlich nicht zeigen kann. Also das, ich glaube, so schlimm sah es noch nie in einem Zimmer aus, das wir betreten haben. Ey, das ist wirklich, das ist eine Frechheit. Wir räumen jetzt auf. Wow. Du hast echt einen Urlaub mit. Was? Ja, ich habe jetzt heute Goldschmuck an. Und gestern hatte ich Silber. Chillige Pose, Digga. Ich sitze halt manchmal so. Mach nochmal. Wir wissen, ob du die Einzige bist, die so sind. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Heute ist ein Traumwetter und es ist unser letzter Tag und wir versuchen jetzt heute nochmal Skifahren zu gehen. Es ist 8.30 Uhr. Um 8.30 Uhr macht der Lift auf. Können wir kurz appreciaten, dass wir hier stehen? Heute Morgen habe ich nicht dran geglaubt. Naja, auf jeden Fall. Nur weil ich dich aus dem Bett gezerrt habe. Das ist eine absolute Lüge. Naja, auf jeden Fall düsen wir jetzt hoch auf den Berg und fahren dann wahrscheinlich so einen halben Tag, weil später soll ein richtiger Sturm kommen. Mit Schnee und Wind und vielleicht fegt es uns dann einfach weg. Wir fahren den ganzen Tag. Wir würden Zeit sparen, wenn du mal fertig wärst mit Schwinken. Ich war vor dir fertig. Und dann hast du nämlich einen Skischuh. Hast du die Angst? Letzter Skitag. 8.30 Uhr auf dem Berg. 8.30 Uhr auf dem Berg. Wir haben gerade festgestellt, das ist eine ganz neue Welt. Naja, also gerade ist nicht 8.30 Uhr, nicht mehr 8.30 Uhr. Ja, wir sitzen schon im zweiten Lift. Es ist komplett eine neue Welt, wenn man dann Skifahren geht, wenn die Pisten noch okay sind. Wir sind ja so Langschläfer und immer erst um 11 auf der Piste, aber das ist echt ein Traum. Ist echt nicht viel los, ne? Ich dachte, es wird viel voller, dass mehrere Leute so hoch motiviert sind. Aussteigen! Wow! Wow! Ja. Schaut euch diese Piste an! Ah. Wie satisfying diese Strecke. Ab geht die wilde Fahrt, zeig, was du kannst. Wir haben gerade gegessen. Wir haben vergessen, unser Essen zu filmen. Wir sind vollgefressen, waren hier gerade auf einer Hütte. Super schöne Aussicht. Zeige ich euch mal hier kurz. Schaut es euch an. Aber der Wetterbericht hat nicht gelogen. Es ist so zugezogen. Es sind so viele Wolken jetzt hier. Vorletzte Abfahrt steht an. Ich glaube, du fühlst dich so, wie ich mich gestern gefühlt habe. Kann es sein? Wirklich gestern, ich konnte einfach nicht mehr. Es war so schlimm. Aber jetzt düsen wir hier noch runter. Ihr seht. Sicht lässt zu wünschen übrig, aber egal. Oh, wie toll haben sich meine Sommersprossen denn eigentlich entwickelt? Zeig, was du kannst. Jetzt möchte ich aber was sehen. Auf den Kanten, in die Knie, hoch, tief. Weiß ich, ob er mich verstanden hat. Aber Freunde, das ist der beste Trick, um schneller zu sein. Einfach auf die Knie und dabei vielleicht nicht vergessen zu lenken. Ha, wir haben es geschafft. Da ist Tim. Game over. Jetzt geht's nach Hause.
Vier Tage Skifahren. Ich bin komplett durch. Ich muss sofort schlafen. Ja. Du fährst, glaube ich. Nee, weil erst kommen die Kurven, wo du so gerast bist. Achso, ja, ich raste die Kurven und dann die letzten 3 Stunden fährst du. Nein! Schlaf ich da oder schlaf ich da? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, was willst du? Du bist bestimmt da, oder? Ich will doch nicht an der Tür schlafen. Warum ich nicht? Einbricht. Erklär das mal ganz kurz. Nein, weil da muss ich schnell so. Also du schläfst da, falls Einbrecher kommen. Und wir sind hier im Pool und das Thermometer sagt 34 Grad. Aber es sieht voll chillig aus, aber es ist so schlimm. Ich hab Schaut euch das mal an. Das sieht doch wohl so pretty aus. Hier könnte ein bisschen mehr Schnee liegen, aber sonst ganz hübsch. Hinten geht die Sonne unter. Kalt ist es. Tschüss. Es ist so vornehm hier, deswegen müssen wir ruhig sein. Wir verstehen immer die halbe Karte nicht. Laura und ich sagen immer, wir mögen nicht schick essen. Okay, das ist Salatbuffet. Sogar Chicken Wings, krass. Laura, meiner? Das sieht schon ziemlich wild aus, muss ich sagen. Wie hat's geschmeckt? Die Hauptspeise ist sehr lecker. Die Hauptspeise war gut, der Rest war okay. Okay, das ist schon hart. Die Suppe fand ich richtig lecker. Guck mal, wie nah der Tisch ist da drüben. Man unterhält sich gefühlt zu sechs. So. Ich will die ganze Zeit nichts sagen. Ich weiß nicht mehr, was Töpfen und Knödel sind. Zeig mal die Schokolade. Das ist bestimmt auch nur so 500 Kalorien der Schmerz. Das hier war übrigens mein Geburtstagsgeschenk von Laura. Nehme ich jetzt mal mit. Und den Labello habe ich auch schon aufgemacht. Die Riegel haben wir auch schon gegessen. Du hast mein halbes Geschenk gegessen. Jetzt lass uns noch kurz das Geschenk auspacken. Sehr, sehr coole Sache. Mhm. Hat mir noch gefehlt. Ofenhandschuhe. Guck mal, die sind aus Gummi, die werden auch nicht dreckig und so. Oder kann man abwaschen? Und dann sind immer die Griffe verbrannt. Damit deine Kochvideos ein neues Level erreichen und du deine Pfoten nicht verbrennst. Reese's Wild. Oh. Der Zettel gehört da nicht hin. Die anderen zwei sind schon. Kriegen wir zum Geburtstag noch mehr Reese's. Ey, ich kann schon sagen, du bist kreativ, ne? So bodenlos. Alter, ich schwör's dir, ich habe die schönste Kiste gemacht und du wertschätzt das überhaupt einfach gar nicht. Außer, oh, okay. Da waren noch 3 Proteinriegel drin, die da nicht mehr drin sind. Die du gegessen hast. Nein! Und hier natürlich ein ganz, ganz toller Zettel mit lieben Worten. Das ist privat. Jetzt kommen wir aber zum Eingemachten. Es gibt nämlich eine ganz neue Hautroutine, die ich bisher nicht verstanden habe. Aber die besteht aus Sonnencreme, Serum. Vitamin C. Vitamin C Serum. Das darfst du nur in Kombination mit Sonnencreme verwenden. Niemals ohne. Okay. Vitamin C macht die Haut lichtempfindlicher. Das ist mir richtig Angst. Und wie man ihn kennt, den Liquid Illuminator von No Cosmetics. Der Acelain Booster. Du wirst staunen, wie deine Haut aussehen wird. Ich habe ein Vorherbild gemacht. Mein Name ist Forrest Gump. Ich wollte die unbedingt mit dir zusammen probieren. Und eine gute alte Retinol-Gesichtsmaske. Hallo, jetzt denken die Leute, ich hätte dir nur so ein Kacks geschenkt. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich darüber tatsächlich. Nein, aber ich habe dir doch was ganz anderes noch geschenkt. Den ganzen Urlaub. Da hast du heftig in deine Spendierhosen gegriffen. Ja, für dich immer. Lädst du mich dann auf meinen 25. Geburtstag auch zu einem Skiurlaub ein? Finde das schon angebracht. Habe schon immer so viel Falten hier um. Was ist das hier überhaupt? Ein Pickel? Wie war unser erster Tag, Schatz? Ganz gut, bisschen salzig, aber sonst ganz schön. Bisschen wenig Farbe, wurden aus der Sauna verjagt. Ja, wir gehen ins Pennen. Ich bin richtig müde. Ich krieg noch eine Massage. Wir können wieder zurückspulen, wenn es ist. Das hat Laura hier aufgebaut. Laura? Das ist nicht mehr so ordentlich. Tim. Ich habe viel zu kurz geschlafen. Ich habe auch schon Muskelkater tatsächlich. Lies Zeitung wie ein alter Mann. Was gibt's da? Sudoku. Hm. Was passiert hier eigentlich? Ich mache mich fertig, ich finde das so professionell. Das Licht verläuft hier zum Ladekabel, dann ist es hier festgeklipst. Hier steht mein Handy auf dem Stativ, damit ich schön alles mitfilmen kann. Und hier sehe ich, wie ich aussehe. Ich muss kurz atmen, ich habe gerade einen Satz gemacht. Das ist das krasseste Hotel-Gym, was ich jemals gesehen habe. Also ich finde es krass. Das ist richtig wild tatsächlich. Wollen wir es mal zeigen? Ja, zeig mal okay, Roomtour. Keiner versteht dich, glaube ich. Warum? Weil du so leise redest. Wir haben hier einen Kabelturm. Dann haben wir hier Hanteln. Ich wette mit dir um 10er, dass du es nicht da nach oben schaffst. Doch, brauchst du nicht. Ich schaff das. Wollen wir wetten? Üsch. Alter, wie schnell bist du denn? Ich wusste nicht, dass ich mit einem Affen zusammen bin. Kannst du mal so Geräusche vielleicht noch imitieren? So, jetzt zeige ich euch mal, was ich tatsächlich mache. Wir beide bereiten uns nämlich auf die FIBO vor. Tim und ich dann so auf der FIBO. Da müssen wir krass sein. Ja, weil das jetzt noch krass. Was bringt. Ja, man kann ja zumindest versuchen. Tim trainiert so komisch immer. Ich muss auch immer lachen, wenn ich ihn trainieren sehe. Ja, Mann, gib ihm. Nicht so zurücklehnen. Soll das so? Ich verstehe nicht, warum du mich nicht ernst nimmst beim Training. Ich nehme dich doch ernst. Jetzt machen wir noch ein bisschen Brust. Darf ich ja näher als du?
Ja, Mann. Okay. Aber eine letzte Sache dokumentieren wir jetzt noch. Merkst dir für in 4 Wochen. Dann ist es schon deutlich krasser. Wie spannend man seine Woche muss machen. Ich muss einfach lachen, dann sieht man sie. Wir sind fertig. Sind wir bereit fürs Abendessen? Und wie? Absolut. Und danach für unsere Private Spa. Private Spa. Ganz wichtig. Siehst du, ich habe wohl Bauchmuskeln. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. Ab geht die Wildfahrt. Ist das eigentlich eine besondere TBO Leggings? Ja. Warum ist die besonders? Weil die ist neu und ich liebe sie sehr. Wie soll ich davon satt werden? Das ist so klein. Nachtisch. Nachtisch? Essen 1 bis 10? Die Suppe mochte ich ja richtig gerne. 9 von 10. Ich hätte dem Abend so eine... Ja, dem ganzen Abend. 7,5 von 10 gegeben. So, wir haben gerade festgestellt, uns gehört in diesem kompletten Hotel alles. Heute für 2 Stunden komplett alleine. Das ist völlig übertrieben. Wir haben nicht nur so 10 Betten gefühlt für uns komplett alleine, sondern auch diesen ultra heftigen Pool hier. Es regnet zwar ein bisschen, ich habe schon gesehen, sogar Champagner, Prosecco, was auch immer das ist. Also wir werden es uns jetzt mal gut kennenlassen hier. Wir zapfen uns erstmal hier einen Tee. Was gibt's hier? Das ist ja fancy. Holundersirup gibt's auch noch. Was macht man da jetzt rein? Heißes Wasser? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir sind auf jeden Fall die entspanntesten Menschen der Welt. Wir waren gerade an der Grenze und dann hat der Polizist so gemacht, Laura, anhalten, Laura so. Wohin fahren Sie? Laura so, nach Hause. Ja, was hätte ich dann sagen? Ich brauch's nicht. Hä, was sagt man denn dann? Noch schnell einen Kaffee geholt. Coffee Fellows schafft es, mit den besten Geräten den schlechtesten Kaffee zu machen. Der muss jetzt fahren. So? Wie geht der Scheibenwischer an? Wie geht er aus? Wie geht er schneller? Das ist so bodenlos, wirklich. Das war's mit unserem Jennifer-Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüssi. Liken, kommentieren, abonnieren.